Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier von Renegade X. Was ist in der letzten Folge passiert? Ja, GDI hat seine Waffenfabrik verloren und meine Atombombe war leider überflüssig, weil irgendein Idiot die vorher in die Luft gesprengt hat. Aber diesmal bin ich nicht alleine, diesmal habe ich wieder einen altbekannten Gast dabei, den guten iTweak. Hallo iTweak! Guten Abend meine Kollegen, Damen und Herren. Ja, der gute iTweak ist, wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, nicht nur bei The Escape ist dabei als NPC, sondern hier natürlich als richtiger Mitspieler. Klar, ich bin kein Bot. Oh, ich darf drauf joinen. Oh, doch nicht. Yeah. Ja, heute Morgen war ich auch nur so als kleine Info für den guten iTweak auch schon hier ein bisschen spielen, aber da waren nur 5 Leute online. Eieiei, diese Urlauber immer. Die Aufopferer. Ja, schon mitbekommen, was mit Elite Kamikaze und der Matrix Clan passiert ist. Nein. Welches sicherlich schon aufgefallen ist, sind sie ja nicht mehr in der Liste. Ja, ein paar weniger Server, das ist mir aufgefallen. Und zwar, die haben angekündigt, dass der Matrix Clan hat angekündigt, dass ein Clan aufgelöst wird, weil sie auch keine Lust hatten, diese ständige DDoS letzte Zeit. Und bei Elite Kamikaze war einfach inaktiv der Hoster oder beziehungsweise der, wo die Server da gehostet hat, ist nicht mehr aktiv. Tja, so geht das. Aber manche Sachen kann man ja nachvollziehen. Ich meine, ja, DDoS, ja, das ist so eine Mischung, wenn man da jetzt aufgeht. Einerseits kann ich natürlich verstehen, dass sie sagen, ich habe dazu keine Lust mehr. Andererseits ist man natürlich dann auch gezwungen zu sagen, die DDoS machen, haben genau das erreicht, was sie wollten. Nee, ich hab ja auch jetzt einen neuen Server, also einen neuen Provider mit 780 Gigabits pro Sekunde DDoS-Schutz und ich hab die Server Kane's Never Die genannt. Ich fand das lustig, so Kane's Never Die. Also falls ihr mal ganz viele DDoS-Probleme habt, versucht's doch da mal einfach mal Leute auf den Server und mal gucken, wenn ihr Glück habt und es läuft alles, so wie wir das uns natürlich alle, beziehungsweise wie der gute iTweak sich das erhofft und dementsprechend alle, die das Spiel noch alle anderen sich erhoffen, könnt ihr dann natürlich da weiter zocken oder auch dauerhafter zocken. Einfach mal ausprobieren. Wir dürfen auf jeden Fall nur den beschissenen DDoS-Kindern nicht die Möglichkeit geben, dass die gewinnen mit ihrer Scheiße. Und habe ich immer verpasst hier noch Geld? Nein. Und ich habe die Chemical Trooper auf meinen Server auf $500 gesetzt. Die ist schon ein wenig OP am Anfang. Wie das denn? So. Die sind doch nicht OP, wenn da irgendwie so der halbe Clan hier angreift. Nee, gar nicht. Die sind schon alleine schon OP. Chemical Trooper, die noch, die... Weißt du, was ich meine? Die für 150 normalerweise. Genau, und die sind ja ziemlich brutal. Die müssen sich nur kurz treffen, ne, und... Die schon weg. Das sind nur 5 lange, kriegen sie am Anfang auf jeden Fall ein Gebäude platt. Bist du zufällig auch in irgendeinem hier drinne? Ich bin gerade drin, bin aber GDI. Ach, schade. Was bist denn du? Not wahrscheinlich der. Mal gucken, wie lange sie brauchen, den Server hier platt zu machen. Schon was auch ich weiß immer, was denn sein Problem ist, weißt du? Der hat den Jungs geschrieben, was sein Problem ist. Haha. Gott, sind deine Leute blöd. Hör mal. Meine. Hast du es gehört? Kam bei dir eine Nachricht? Nö. Achso, ich habe gerade mal C4 in eurem Kraftwerk explodieren lassen. Genau im Terminal. Du hattest 2 Reparierer diese besseren Reparierer drin. Ja. Und keiner hat das entschärft. Teamplay. A und O im Spiel. Oh, irgendwas war hier gerade. Mega Staubwolke. Achso, das ist das Flugzeug. Das sind die Abgase. Ich meine natürlich Hilfe für die Ozonschicht. Der macht O2, das Flugzeug. Und das hilft der Ozonschicht, sich selbst zu regenerieren. Also das haben sie echt gut hingekriegt, das Flugzeug. Das haben sie echt gut hinbekommen. Oh Mann, ist das Essen immer, wenn ich auf den Server join, ist blöde Waffenfabrik kaputt. Ja, so ging es mir vorhin auch. Warum habe ich jetzt eigentlich keine Musik? Wenn du kommst, ist meine Musik... Ja, geil, jetzt kommt bitte ein Auto. Nein, jetzt kommt kein Auto, ich habe C4 an meinem Kopf.
Hilfe! Ich hab C4 an meinem Kopf! Aber ich mag keine Marathon-Server. Habe ich schon mal erwähnt, irgendwann mal? Sicherlich. Nuclear Strike Beacon. Nein! 6! 5! Ich bin gleich tot! 4! 3 und kein Auto da! 2! 1! Tot! Um. Scheiße! Tja. GDI Tiberium Refinery under attack. Super. Jetzt fehlen mir 150 Dollar. Fast. Countdown initiated. Gott. Um mir tolle Sachen zu kaufen. Bin doch gerade explodiert. Ja, ich bin tot gewesen. Da ist mein Geld draufgegangen, weil ich tolles C4 in meinem Kopf hatte. Das nenne ich mein Pech. Aber mit C. Du bist ein Lügner. Ich bin das. Du hast ein ganz komisches Rauschen im Hintergrund. So ein Stromrauschen, so ein Stromvibrieren. Gut, hab ich das? Ja, wenn du redest. Das wäre neu. Das wäre neu. Könnte schon mein PC sein, aber... War eine Frage. Keine Ahnung. Wollen wir jetzt kaputt? Weiß ich auch nicht. Du hast einen neuen Rechner? Ja. Was war denn mit deinem alten Rechner? Aufgemotzt. Ach, aufgemotzt. Der war also nicht kaputt. Nee. Ist ja doch, der war kaputt. Was? Haben wir gerade die Hand auf Nord verloren? Ja. Was? Was seid ihr denn für Penner? Dreimal da Schrat, ne, wer damit beteiligt war. Du? Hast du mich etwa so sehr abgelenkt? So in der Art. Du bist ein Schwein. Schlimmer Junge. Ja, so Leute, da merkt ihr, das sind die Schlimmen hier, ne? Vertraut niemals solchen Leuten. Das sind die, die euch mit kleinen Bonschis und Süßigkeiten in den Wald locken. Komm her, komm her. Ja. Oh, da ist ein Panzer. Toll, weil mir so ein komischer Assi 300.000 Credits angeblich gespendet hat, konnte ich jetzt nicht sehen, was ich eingesammelt habe in der Kiste. Ja, das ist ein Bug, das mit den 300.000 Credits, das ist immer dein, wenn einer lieft. Ah, okay. Ja, super, ich habe nur gerade eine Kiste eingesammelt und ich weiß nicht, was drin war. Das Geld krieg ich nicht. Irgendwas. Ich will trotzdem wissen, was in der Kiste war. Irgendwas Unsinniges in dem Fall, entweder Geld oder eben. Also tot bin ich nicht, es war auf jeden Fall schon mal keine Bombe. Oder Aliens. Aliens, ja, die mag ich auch sehr gerne. Es ist ein sehr schönes Ding, so einen Credit zu finden. Größter Schwachsinn überhaupt. Aber mit dem neuen System habe ich hier in Renegade keine FPS-Probleme mehr. Vorher, also mein PC war vorher auch schon stark. Also ich spiele momentan konstant auf 60 FPS. Ah, 62. Auch vorher hatte ich immer Probleme, habe ich eine lange Zeit lang gespielt, war ich vor mal wieder auf 30 FPS und dann hat Bruder zurückgenommen, weiß nicht warum. Mit dem jetzt geht's. Was die Taktik ist. Die Leute joinen ja nur auf dem vollen Server. Das heißt, wenn der Server leer ist und du morgen Zeit hast, musst du auf unseren Server joinen. Was der voll wird. Ach so. Das ist ein Plan. Mega Plan. Weil auf dem Server gibt es ja nichts Besonderes. Es gibt ja kein Ranking, gar nichts. GDI Tiberium Refinery under attack. Stealth Tank ready. Flame tank ready. Warning. Nod airstrip under attack. Nod airstrip repaired. Oops. Da liegt ein. Da steht ein herrenloses Stealth Tank. Auf in der Base. Bei euch? Bei euch? Flame tank ready. Ja.
strike beacon deployed. Warning. Nuclear strike approaching. Please evacuate target area. Wir machen ein Rush. Not Tiberian refinery repair. Nuclear strike beacon disarmed. Ah. So macht das doch keinen Spaß. Mobile artillery ready. Light tank ready. Nod airstrip repaired. So. Ich finde es sehr interessant, manche Leute sehen einen, wenn man als unsichtbarer Mensch durch die Gegend läuft, obwohl sie einen gar nicht sehen könnten. Dann fangen sie an, wollen einen überfahren und schießen auf einen, wobei es völlig unmöglich war, dass sie einen über... Also, du bist hinter denen, ne? Und die gucken in die andere Richtung und schießen in die andere Richtung. Und auf einmal fangen sie an, dich zu überfahren, obwohl du noch weit hinter denen warst. Ja, Zufall. Ja, ja. Ich habe schon so viel Zufall jetzt miterlebt. Oder wie Sniper-Leute durch die Bäume sehen, wo ein Mann ist. Also durch einen halben Wald. Flame tank ready. Hat irgendwo... Oh Mensch. Flame tank ready. Was war das noch? Light tank ready. So, nice, der hat mir geholfen, sehr schön. Habe ich mal ein Fahrzeug eingetauscht, wo ich den leichten Panzer eigentlich ein bisschen geiler finde. Wie war dein Urlaubstag? Nur aufnehmen. Nur aufnehmen? Nur aufnehmen, ich sag, ich opfere meinen Urlaub damit. Eieiei, jetzt bist du sehr kreativ. Tja, anders kommen ja die Sachen nicht zustande. Aber du hast ja bestimmt hoffentlich auch meine Vlogs beobachtet. Da steht, sage ich auch immer ganz, ganz viel schon vorab. Klar. Immer wenn ich Zeit habe am Abend. Weg mit denen, die nerven. Ja, GDI Harvester. Das ist eine schöne Mitteilung. Der gute GDI Harvester. GDI Harvester destroyed. Schöne Mitteilung, wenn der Computer einen nur sagt, GDI Harvester. Aber keine weiteren Infos dazu gibt, was mit dem ist. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich... die Artillerie total scheiße finde von Nord. Das hast du schon erwähnt. Ein paar Mal, glaube ich, ne? Ja, ja, ein paar Mal. Weil die absolut kacke ist. Sehen, dass man so ein bisschen falsch konfiguriert noch ist. Oh, wieso? Ich hab die Bots vergessen aufzuschalten. Ah, in der Tür explodiert. Sehr schade. Bis jetzt haben sie noch keinen neuen Patch angekündigt, irgendwie vorab im Bus oder irgendwas. Bin ich mal gespannt, was sie da umändern. Oh krass, 2-3 Schuss und dann war ich weg. Oder was sagst du zu Sege? Zu bitte was? Zu der Sege, also zu der Sache. Welcher Sache? Ob sie bald Patch machen? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Wieso glaubst du es nicht? Ich bin positiv. Nein, ich bin ein Pessimist. Bitte was? Sag mal, wo ist denn jetzt mein Stealth Tank? Ich habe mir einen Stealth Tank gekauft und der ist weg. Das ist
So läuft das schon den ganzen Tag bei mir. Ich kaufe mir was und es ist weg. Hast du die Folge gesehen, wo ich immer, wenn ich mir was gekauft habe, in den Fußboden gefallen bin? Ja. Ist geil, oder? Aber bestimmt nervig. Das ist super. Du willst was kaufen, fällst in den Fußboden und darfst einen Reconnect machen, weil du den nicht anders mir wegkommst. Aber wenigstens darfst du dein Geld behalten. Ja, das stimmt. Das fand ich dann wenigstens das Beste daran. War aber trotzdem geil. Und dann einmal, das hat man ja leider nicht gesehen, das nehme ich ja raus, damit das hier nicht genervt wird, wenn man dann nicht wieder zurück auf den Server kommt. Ich mag Marathon-Server einfach. Marathon-Server sind lustig. Sag nicht sowas. Flame Tank ready. Das ist doch das Beste hier am Command & Conquer Renegade. Das Geld wieder kriegst. Sicherungsschutz zur Pointcrunch. Ja, so ungefähr. Flame Tank ready. Ich hab gerade Shaq getötet. Non-Tiberium Silo under attack. Tech building lost. Wo bleibt mein Gratisfahrzeug? Wo ist es? Ich krieg mein Fahrzeug immer noch. Oder habe ich jetzt $1000 umsonst ausgegeben? Mobile Artillery ready. Ich glaube, ich habe $1000 umsonst ausgegeben, mein Panzer kommt nicht. Das ist schön, das kenne ich. Oh doch, da kommt's. Ey, die Verspätung. Mit Verspätung. Meine. Haha. Ich habe Shaq schon wieder getötet. Ja, Schritte. Diesen Shaq. Weil ich ein guter Autofahrer bin. Wieso bloß? Wieso? Das gute Leben. Ich muss doch Leben respektieren. Kulturelle Vielfalt. Oh Mann. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme nicht weg, weil mir ein Idiot vom Teammate mich die ganze Zeit festhält. Boah, das sieht mächtig aus mit der fetten Waffe. Ich seh dich! Ich töte dich! Oh, das wird überfahren. Ich wollte dich eigentlich. Ja, ich hab noch C4 vorher reingeschmissen bei euch. Ja, wir haben's überlebt. Ion Gamma Strike. Non-Tiberium Refinery under attack. Flame Tank ready. Oh, irgendwas verlieren wir, glaube ich, oder? Oh ja, wir verlieren gerade unser Geld. Ich mach mal ein bisschen Mucke im Hintergrund, das ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. Und zwar meine Lieblingsmusik. Du weißt, was meine Lieblingsmusik hier ist? Ja, ja, die ganz langsame da, die... Genau, diese... Ha, ha, ha. Diese Kirchenmusik. Genau. Ich werde heilig gesprochen. Ich brauche mal Reparatur. Jetzt seid ihr im taktischen Nachteil. Ach, wie kommst du denn darauf? Guck dir die Punkte an, dann siehst du, wie gut wir sind. Noob-Team. Ja, vor allem ich, so unter der Mitte. Flame Tank ready. Ey, da ist einer Nigger. Was ist der? Da ist einer Nigger. Was? Da muss gekickt werden. Killer View ist so auf.
die Leute auch so einen Namen kommen. Super, jetzt habe ich mich hochgekämpft, mir einen Create zu holen und habe 300 bekommen. Hey. Mobile Artillery ready. Coming home. Flame Tech ready. Du auch? Was? Ich auch? Hunger? Ja, ich habe heute noch nicht so viel gegessen, wieder mal. Die einen oder anderen wissen es gar nicht, aber meine Ernährung sieht tatsächlich über den Tag so aus, wenn ich aufnehme, und ich nehme leider fast immer in meiner Freizeit auf. Das ist, wenn man eben halt viele Spiele spielt, hat man nicht viel Freizeit. Dann nehme ich immer irgendwelche Softdrinks mit Zucker und esse kleine Mini-Würstchen. Ist mir aufgefallen, dass beim Silo da so ein Undockstation für ein Undockstation für einen Sammler gibt. Nee. Also es wäre cool, wenn der Sammler, wenn der jeweilige Team es eingenommen hat, dass der Sammler dann da hochfährt zu dem Währung im Silo und da abladet. Das wäre cool. Lass mich alle in Ruhe! Käse und wo ich meine Mine drauf machen. Oh nein, ich will noch Panzer. Oh nein, oh nein, oh nein. Mein 1000 Dollar. Warum sind alle so böse zu mir? Ich mache hier überhaupt nichts. Vielleicht ist das mein Problem, dass ich nichts mache. Flame Tank ready. Ich kann euch alle nicht böse sein. Ihr seid alles meine Freunde. Was? Was will der da oben? Command & Conquer 2? Besser als 3? Weiß ich gar nicht. 3? 3 ist cool. Oh, ich hab den guten Scheck schon wieder getötet. Diesmal habe ich ihn ins Gesicht geschossen. Alter, der kann doch gar nichts. Ich glaube, der hasst mich bald, wenn das weiter so geht. Du bist der Cheater. Ja, ich bin der größte Cheater von allen. Klar, guck dann wir so. Ja, mein Killscore, ich bin so geil hier in der Liste. Das Geile ist, wir spielen ja auch DayZ, für den einen oder anderen, der das nicht weiß. Kann ja mal auf YouTube einfach mal reingucken. Und da gibt's momentan, hat so gut wie jeder unendlich Munition. Und wer sind natürlich die Guten, die gute Mozi und meine Wenigkeit, die so eine Waffe abgreifen, nehmen erstmal das Magazin raus, entleeren es und schmeißen es weg. Die haben keine Chance. Die kommen nicht rein in die Base. Mit der Flammenpanzer, die verrecken alle vorher schon. Mobile Artillery ready. Countdown initiated. Weißt du zufällig, wie lange wir schon jetzt hier zusammen zocken? 25. Solange ich hier drauf dann auf TeamSpeak bin. Ja, wie lange ist das? Kannst du mal bitte nachgucken? 20. Also wenn es geht, gleich. Ja. 26 Minuten. Oh Leute, dann sind wir tatsächlich schon über unserer Zeit. Und wir sind am Verlieren. Das liegt auch nur an meiner Wenigkeit. Ich nehme das gerne auf meine Kappe. Nix. Ich hab's gerissen, seitdem ich da bin. Oh, irgendwas passiert gerade. Ja, ist ein Fake. Okay. Wir haben mitten auf der Feld so einen Jungknolle hingesetzt. Na gut, mit diesem Fake beenden wir tatsächlich die Aufnahme und gehen dann auch schon direkt in die nächste Aufnahme rein. Also freut dich drauf, in 3 Tagen geht's weiter mit dem guten iTweak, der wird dabei sein. Also, wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Ciao.